You win. Live the action. Tomasz Kaczmarek, 1:1 in Groß Aspach. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, ich glaube, insgesamt gerechtes Unentschieden, ja, wobei die Anfangsphase klar an uns geht. Wir haben sehr gute Chancen, um in Führung zu gehen, schaffen das leider nicht. Ich glaube, dass uns eine Führung extrem gut getan hätte. Aber das gelingt uns nicht. Wir gehen in Rückstand durch ein sehr kurioses Tor, haben dann auch eine Phase, in der wir wackeln, ja, in der wir schwimmen, wo wir auch Glück haben, dass Asbach das Spiel nicht zumacht vor der Halbzeit. Ich glaube, dass wir sehr gut aus der Halbzeit rauskommen, klare Aktionen haben, sehr gutes Tor machen, insgesamt eine gute Mentalität, eine gute Reaktion zeigen. Und ja, hinten raus ist es offen, ist es wild, wahrscheinlich durch die gefährlichen Standards leichte Vorteile für den Gegner hinten raus, am Ende ein gerechtes Unentschieden. Sie haben es gesagt, kurioses 0:1, schwerwiegender Fehler von Nicolai Rehn, wie haben Sie es gesehen? Und aber nach hinten raus hat er auch uns eigentlich noch das 1:1 gerettet, kann man sagen, oder? Genau, also ich würde das nicht als Fehler bezeichnen. Ich glaube, das ist einfach eine Sache, die jedem Torwart ein- oder zweimal in seiner Karriere passiert. Nico, es ist heute passiert, kann einen Haken hintermachen, wird ihm nicht nochmal passieren in seiner Karriere. Ich glaube, was viel, viel entscheidender ist, dass der einfach heute beweist, wie mental stark er ist, dass er vom Kopf her im Spiel bleibt, hinten raus in der 90. Minute durch eine überragende Aktion uns den Punkt hier sichert. Und das, finde ich, zeichnet einen guten Spieler aus, ja? Wenn auch mal so eine unglückliche Aktion dabei ist. Einfach, dass er fokussiert bleibt und dass er weiß, dass noch der Moment kommt, wo er da sein muss. Und das hat Nico herausragend gemacht. Die Fortuna hat sich heute viele Torchancen erarbeitet und dann letztlich endlich wieder getroffen. Nach einer langen Torflaute, kann man sagen. Ist Ihnen ein Stein vom Herzen gefallen? Gar nicht so sehr wegen der Torflaute, sondern weil ich das der Mannschaft unfassbar gegönnt habe, dass sie heute zurückkommen ins Spiel. Ich glaube, dass wir uns in der Halbzeit gesammelt haben, dass wir uns, dass wir klar geblieben sind, klaren Plan hatten, dass es wichtig sein wird, vom Kopf her im Spiel zu bleiben, kontrolliert zu bleiben, nicht das zu machen, was wir in den letzten 10 Minuten vor der Halbzeit gemacht haben. Das haben die Jungs, ich sag mal, in den 30 Minuten nach der Halbzeit sehr gut gemacht. Hinten raus wollten wir es einen Tick zu sehr und sind zu offen geworden. Jetzt geht es im nächsten Spiel nach Münster. Welche Erkenntnisse können Sie mitnehmen aus diesem Spiel? Was wir mitnehmen können, ist, dass wir uns, glaube ich, von der Leistung her stabilisieren. Ja, dass wir definitiv uns heute wieder viele Chancen erarbeitet haben. Dass wir sehr, sehr hart arbeiten müssen, um mit einer Führung belohnt zu werden. Aber das ist, glaube ich, ein großes Ziel für das Spiel in Münster, gut ins Spiel zu starten, wieder gut zu stehen und einfach mal in Führung zu gehen und dann damit auch eine große Basis zu legen, um mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause zu gehen. Vielen Dank, gute Heimreise. Danke.